So, hat er Dungeon gesagt? Ja, er hat Dungeon gesagt. So, let's play, perfekt. Ach Gott, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Vor allem, wie viele Tiere da jetzt auf einmal waren. Ich dachte schon, ich darf die Map hier abschreiben, weil am Anfang überhaupt keine Tiere kamen, die ersten, weiß nicht, 30 Stunden. Und jetzt kommen jetzt einmal 20.000 Tiere da. Gut. Dann würde ich mal sagen, mal gucken, was da für ein Spawner drin ist. Achso, ein Zombie-Spawner. Also eine der etwas einfacheren Sorte. Ich muss dafür sorgen, dass ich jetzt hier das Gesamtbild nicht gleich zerstöre. Ich werde also irgendwie so schöne Treppe reinbauen oder von oben kommen. Ich komme von oben. Ich gehe von oben rein. Ist aber auch scheiße. Alter, draußen ist es so ultra windig. Wie gehe ich da am besten rein, ohne die Ambiente zu zerstören? Am besten von hier hinten, oder? Klappe. Ah doch, ich gehe am besten von hier hinten rein. Dann komm her, komm her. Danke. Wow. Ganz schön windig draußen. Weiß gar nicht, ob heute Gewitter ansteht. Kommst nach da. Du kommst nach da. Dann kommt ihr weg. Ah, das sieht scheiße aus. Ich mach mal hier noch, da und da. Schließlich ist es ja jetzt hier eine feste Bleibe für uns. Von daher sollte ich hier auch aufs Aussehen achten. Und nicht einfach alles blind kaputt machen. Ich glaube, ich höre schon die ersten Gegner. Komm, geh kaputt. Perfekt. Stirb doch! Danke! Wow! Draußen geht's gerade richtig ab. Okay, wartet mal ganz kurz, Leute. Ich mache jetzt mal bei mir die Fenster zu. Draußen hat gerade eine Plane erwischt. Gott. Yay! Wow, Rottenflash. Schallplatte. Das brauchen wir nicht. Lassen wir erstmal alles hier. Redstone brauchen wir auch nicht. Noch nicht. Kann ja alles erstmal hier bleiben. Schaltet ja hier keinen. Geil! Gut, das heißt also, wir haben zumindest schon mal von dem Kaliber her die erste Map wieder rekonstruiert, von dem, was wir da verloren haben. Alter, aber wie geil ist das bitte hier? Diamantenrüstung für Pferde, gut, wir haben auch keine Pferde. Dann lohnt sich schon fast ein Sattel. Ist das nice. Na gut, Rottenfleisch kann man essen. Der Vorteil von Rottenfleisch ist, wenn man sehr viel Leben hat, so wie wir jetzt haben, wir haben ja volles Leben, aber sehr stark verhungert, also praktisch Gefahr läuft zu verhungern, dann kann man Rottenfleisch essen, also dieses vergammelte Fleisch. Man verliert da zwar Herzen, aber dadurch, dass man selber wieder vollgefuttert ist, sage ich jetzt mal, bekommt man ja die Herzen noch wieder zurück. Anders wie als wenn man, so wie wir vorhin, überhaupt kein Leben mehr hatte. Wir hatten nur noch ein Herz. Wenn man da natürlich Herzen verliert, dann ist man tot. Aber wenn man, so wie wir jetzt gerade sind, praktisch volles Leben hat, dann kann man das durchaus auch als Verpflegung benutzen. Deswegen werde ich das jetzt sogar mitnehmen. Wir können auch bald anfangen, unser ganzes Zeug hier wegzubraten. Gut, nichtsdestotrotz, wo ist unser Schiff? Achso, haben wir. Gut, das können wir auch hier lassen. Das werden wir später für das hier überhaupt gebrauchen können. Geil! So, und dann suchen wir uns unser erstes Arschloch. Wir bräuchten noch mal
Digga, das ist es doch. Wie viel Eisen haben wir? Wir haben 5-mal Eisen. Okay. Planänderung. Leute, komplette Planänderung. Für die, die bereits einmal Minecraft gespielt haben, wissen, was jetzt kommt. So, hier ist nichts, was wir brauchen. Ich hoffe, dass das, was wir haben, reicht. Für jenes Objekt, was ich jetzt nicht nennen werde, reichen noch 4 Eisenglobe aus, oder? Ja. Wo steckt denn der hin? Hä, wo steckt der denn hin? Ach, der zeigt zum absoluten Nullpunkt. Ich dachte, der zeigt zu unserem Bett. Willst du mich verarschen? Wow. Dann bringt er uns genau gar nichts. Ich sterbe gleich. Warum kann man hier nicht neu laden? Ich will neu laden. Bitches. Gut, okay. Hat uns zwar jetzt nichts gebracht. Scheiße. Also wir müssen uns erinnern, wie wir hierher kommen. Sonst was das mit dem Platz? Ist das eine Scheiße? Haben wir Fackeln? Nee, ne? Nee, wir haben gar nichts. Ist hier irgendwo Kohle? Ich brauche Kohle, ich will Fackeln setzen. Das ist eine Scheiße. Okay, ich glaube, wir werden nie wieder zurückfinden. Wir werden wahrscheinlich nie wieder zurückfinden. Gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Kein bisschen. Nichts, nie Yada, nie Enter. Ich weiß noch nicht mal mehr, wo es der andere Dungeon war. Der war doch hier rum, oder? Wir mussten in die Richtung gehen. Ja genau, hier unten kommt jetzt der Fluss. Ja, perfekt. Okay. Alles gut. Ich wünschte nur, wir hätten hier irgendwo mal ein bisschen Kohle, damit ich hier eine Fackel setzen kann. So nach dem Motto, Achtung, hier lang gehen. Aber war natürlich klar, jetzt wo man Kohle braucht, findet man keine mehr. Aha. Danke dafür. Danke dafür. So. Das heißt nicht, wir können nämlich jetzt hier eine Fackel setzen. Vielleicht sogar gleich mehrere. Danke, danke. Bam, bam. So, und jetzt wissen wir, wir müssen in die Richtung da hinten. Fliegt er in der Luft, ich glaub's ja. So. Das hier soll jetzt ein wunderschöner Pfeil darstellen. Ich hoffe, es funktioniert. Okay, wir brauchen unser Schiff. Und auf geht's. Wo ist die Sonne überhaupt? Die Sonne ist da und sie geht sie unter oder geht sie auf? Ne, sie geht auf. Okay. Heißt also, wir haben noch relativ viel Zeit. Klappe. Mussten wir jetzt da lang oder? Ne, wir mussten hier lang. Ja doch, hier lang mussten wir. Hoffe ich. Ich will diesen fucking scheiß Dungeon haben. Ich will alle Dungeons. Alle. So, und sobald wir dann in den anderen Dungeon drinne waren, fangen wir dann an, uns erstmal ein bisschen sesshaft zu machen. Nein, die Gegend kommt mir nicht bekannt vor. Wir waren hier also noch gar nicht. Also gab es hier auch nicht den Dungeon. Oder? Hilfe. Ich weiß es doch auch nicht. Gut, wir werden auf jeden Fall hier der Wasserstraße folgen. Ja, wenn ich mich beim Wasser orientiere, dann orientiere ich mich generell hier unten an diesen komischen Spurrillen. Nennt es, wie ihr es wollt. Wow. Ich glaube, damit wäre die Frage, ob es heute noch gewittert, erledigt. Ich sehe nichts mehr. Hallo, wo seid ihr? Hallo. Da. Digga, Eisen. Fucking awesome Eisen. Ach komm, ich suche noch mit nach.
Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Oh, das war gerade ein schlimmer Fehler gewesen. Digga. Okay. Ich glaube, damit hätte ich die Frage nach der Frage der Fragen. Wir haben keine Fackeln mehr. Wir haben eiskalt alle Fackeln für den Fall verbraucht. Ich glaube es nicht. So, das hier ist Diorite. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber gut. Oh, wir sind wieder im Wasser. Bitte einmal aufsaugen. Danke. Scheiße, die Sonne geht unter. Aber war das hier der Ort? Ich habe keine Ahnung, ob wir überflüssig sind. Das sieht hier alles so anders aus. Oh Gott. Ich glaube, wir sind schon wieder tierisch da bei uns verlaufen. Gott, ich gehe mal zurück. Ich suche mal unseren Pfeil. Der Pfeil müsste irgendwo sein. Alter, wie... Achso, ja, unsere Sichtfeld ist ja, muss ich erstmal wieder hochstellen. War ja Start eingestellt mit 100. Wir arbeiten ja aber mit 200, Digga, wir sind Kings. Aha, hier ist was. Ist aber nicht die gleiche Stelle, wie wir letztens hatten. Das heißt also, wir sind hier definitiv falsch. Wir waren nämlich bei so einer Kurve und da... Okay, doch, wir sind doch richtig. Gut, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Gut, damit wäre jetzt die Frage, wo wir hin müssen. Da lang sind wir nicht gegangen. Ich probiere erstmal da rein zu gehen. Wenn ich da jetzt nicht fündig werde, würde ich doch mal da lang gehen. Weil ich bin mir sicher, dass wir nicht da lang gegangen sind. Andererseits ist das aber naheliegend, weil wir sind nach rechts abgebogen und nicht zurückgeschwommen. Weil hier kamen wir ja her. Es würde überhaupt keinen Sinn machen, hier hinzugehen. Oder? Lass mich in Ruhe. Na genau, hier kommen wir her. Das heißt, also, hier sind wir definitiv falsch. Okay. Na, dreh doch mal. Da hinten ist unser Pfeil. Das leuchtet da so schön. Gut, dann werden wir uns jetzt mal von dannen machen und mal doch in die Richtung da gehen. Auch wenn ich mir jetzt sicher war, dass wir da nicht waren, weil mir das da alles nicht so vertraut vorkommt. Weil mein fotografisches Gedächtnis lässt mich eigentlich gerade bei solchen Orientierungen nicht im Stich. Aber gut. Oh oh. Bitte nicht angreifen. Nein, nicht angreifen. Wobei er mich, dadurch, dass ich mich ja zu ihm gesehen seitlich bewege, er mich nicht treffen dürfte. Außer er hat Hyperschall. Flugzeuge? Was? Hyperschall... Pfeile. Pfeile. Digga, wir haben dreimal Eisen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir können uns unser erstes Eisenschwert bauen. Und das ist fucking awesome. Problem ist nur, es ist jetzt nachts. Und nachts wollte ich eigentlich nicht in dieses Ding da rein. Wenn wir sie überhaupt wiederfinden. Ich hoffe es einfach mal. Ich meine, der Vorteil ist, wir können jetzt nicht mehr sterben. Also doch, wir können natürlich noch sterben, aber es ist jetzt nicht mehr schlimm, wenn wir jetzt sterben. Wobei, schade wäre es trotzdem, weil wir haben immerhin dreimal Eisen. Ne? Doch, okay, doch. Wir waren doch hier. Jetzt kommt es mir wieder bekannt vor. Das war hier dieser kleine Vorsprung. Da sind wir vorhin versucht, drauf zu klettern. Von da sind wir weitergelaufen. Wow. Los, lenk, lenk. Genau, von da kamen wir. Und sind denn da lang und sind dann nach rechts hier zurück. Also war es doch rechts, aber es war schon hier vorne und nicht da hinten irgendwo. Tada, da sind wir. Wird schon wieder hell? Nee. Okay, gut. Heißt also, wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir uns nur hier ein bisschen... Es ist natürlich scheiße, dass wir jetzt kein Bett mitgenommen haben. Gut, so bei Bett mitzunehmen hier wäre sowieso... relativ unklug, weil dann würden wir hier auch automatisch unsere Position speichern. Und genau so wollen wir nicht. Wir machen hier nur mal ganz kurz einen Ausflug. Das heißt also, wir nehmen erstmal das hier mit. So, da gehe ich jetzt mal hier runter.
Wo ist unser Schiff? Da. Oh. Wow, Geröll. Also, das ist praktisch eine Mischung aus normalem Sand und Schotter. Das, ich weiß nicht mehr, für was das gut war, aber es hatte irgendwo einen Vorteil bei der Landwirtschaft. Wie gesagt, so genau weiß ich jetzt nicht mehr. Wenn ihr wisst, warum ich den Weg baue, ganz einfach, damit wir hier möglichst schnell wieder wegkommen. Andererseits ist das relativ dumm. Wir brauchen einfach nur unser Schiff da hinten platzieren. Scheiße. Abkommen. Ein Lama. Alter, ich hasse, wenn das Schiff so stockert. Ich hasse überhaupt, wenn irgendwas irgendwie stockert. Wir haben keine Kohle, ne? Nein. Wir können also auch keine Fackeln bauen. Was ich mache, ist hier gerade relativ dumm. Ich gerade auf. Und ich schätze auch mal, dass die Folge wieder ein bisschen Überlänge haben wird, weil ich will das hier erstmal zu Ende machen. Und dafür brauchen wir erstmal Kohle. Das heißt also, ich werde erstmal hier hingehen, hier ein bisschen Kohle mitnehmen, damit wir Fackeln bauen können. Damit wir A, etwas sehen und damit B, auch die Falle aushebeln können. Na komm, beeil dich. Gib Gas. Schmeiß deinen Motor an. So, während das Schiff schwimmt, wenn wir mal hier Fackeln bauen. Dankeschön. Na komm. Weiter, weiter, immer weiter, immer weiter. Boah, nicht so schnell. Bam. Was? Ach nee, keine Skelette. Bitte keine Skelette. Alles nur keine Skelette. Gut. Also ein bisschen defensiv arbeiten. Ich hasse Skelette. Komm ich da ran? Die nehmen davon überhaupt keinen Schaden von dem Licht, oder? Scheiße. Fuck. Hätte Gott, dass sie da Schaden nehmen. Gut. Da muss ich aggressiv werden. Wow. Hä, bin ich auf dem Schütz, auf dem Boot geschützt? Irgendwas sagt mir gerade, dass wir auf dem Schiff nicht angreifen können. Lol, gefällt mir. Oder es ist wieder so ein Problem wie vorhin, dass ich dann irgendwann einfach sterbe. Weil die nehmen überhaupt keinen Schaden. Okay. Perfekt. So, jetzt haben wir hier auch Licht. Oh, hier draußen wird es auch wieder hell. Oh, wir haben ein Brot. Ah, Eimer. Und zwei Bücher. Bücher kann man eigentlich nur dafür benutzen, um da was reinzuschreiben, aber gerade dafür ist es relativ gut. Gut, ich hätte jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr erhofft, dass hier auch wieder zwei Kisten drin sind. Andererseits reicht es ja aus. Oh. So, jetzt kommt das, was ich meinte. Jetzt können wir nämlich hiervon was essen. Und Achtung. Tada. Wisst ihr, ich bin jetzt vergiftet. Ich kriege jetzt also praktisch, ich will jetzt praktisch Schaden bekommen.
Aber wir kriegen genauso schnell Schaden oder sogar langsamer, als wir uns selber regenerieren dadurch. Und damit sind wir praktisch unbesiegbar. So. Das Ding hätten wir. Jetzt können wir uns. Achso, halt. Die Dinger damit. Ach nee, komm, lassen wir da. Dann wissen wir wenigstens später, dass wir da schon mal drin waren. Gut. Dann kommt eine Spinne. Dann werden wir uns jetzt um die Landwirtschaft kümmern. Andererseits werde ich das Level erstmal beenden. Allerdings muss ich dafür auch erstmal zurückschwimmen. Weil im Wasser, also auf dem Boot, speichern, hat man gesehen, was passiert. Dann schwimmt das Schiff weiter und wir sterben. Also, Quatsch. Wir sterben nicht, sondern wir bleiben im Wasser. Andererseits wollte ich einfach nur stehen bleiben. So. Von daher, ciao mit V.